Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Play Projekt oder Projekt im Allgemeinen, Sunkenland. Ja, ein neues Crafting-Abenteuer auf Steam gestartet und wir sind mit dabei. Schon lange auf der Wunschliste, haben uns drauf gefreut und wenn ich sage wir, ihr seht schon hier, da unten sind noch zwei Nackige. Der gute Speedturn und der Harlequin sind natürlich auch mit dabei. Grüßt euch. Moin moin. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Nicht wundern, beim Speedy ist irgendwie ab heute, was sonst eigentlich nicht ist, aber ab und an mal das Mikrofon ein bisschen knistern. So, wahrscheinlich mit der Soundkarte Probleme. Ja, bei mir ist irgendwie, weiß nicht. Keine Ahnung. Wetter, Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, irgendwie alles komisch heute. Aber das wird werden, Leute. Ja, hoffentlich habt ihr Bock und wir haben auf alle Fälle Bock. Wir erkunden diese weite Welt, diese Wasserlandschaft. Ihr seht so geil aus. Ich feiere das extrem. Dieses Atlantis-Feeling, wenn man hier runter guckt. Genau, so eine Kombination aus Raft, Seven Days of Die. Das sieht wirklich geil aus und die Landschaft ist auch nicht schlecht. Und ja, und, ja den klassischen Zweispiel. Und es ist sehr angelehnt an Waterworld. Das weiß ich schon, habe ich mal nachgelesen. Sieht man auch wahrscheinlich. Und man hat viel Unterwasserzeug, was man so erkunden kann. Das ist cool, das ist ja neu. Also gab es so noch nicht, kenne ich so nicht. Ich kenne es auch nicht, ne. Ja. Und ja, da kannst du auch mit Jetski später fahren und. Das ist ganz cool, wir haben bloß ein bisschen Probleme, wir kratzen euch. Okay, eigentlich kratzen nur ich regelmäßig ab. Ah, das kennt man ja eigentlich, wenn ich so weit im Spiel spiele. Zock nur Org, bevor wir das erste Lager gebaut haben, war ich schon 100 Mal tot. Ja, das gehört ja dazu. Ich brauche was zu trinken, was zu essen, wollte ich mir schnell sagen. Ja, ich habe ein paar Samen im Inventar. Habe ich auch, aber kann ich nicht setzen. Und die Frage, ich gucke einmal gerade, gibt es vielleicht eine Hacke oder sowas? Ja, oder brauchst Beete bestimmt wieder. Wir gucken mal. Hier gibt es auch Missionen. Ich muss also. Ich kann große Fische jagen, um an Nahrung zu kommen. Okay. Große Fische jagen klingt schon mal nicht schlecht. Aber um große Fische zu jagen, brauchen wir natürlich auch die Materialien dazu. Was gibt's denn hier alles so? Wir gucken hier mal durch: Stachelfallen, Reifenstapel, Boote. Ja, so richtig Werkzeug wie sonst gibt es eigentlich gar nicht, ne? Ach doch, hier, grobe Axt. Spitzhacke, Reparaturhammer, Taucherflossen, Angelrute. Da müssten wir erstmal Seil herstellen und dafür brauchen wir Stoff. Habt ihr Stoff im Inventar? Jetzt nicht mehr. Gut. Also brauchen wir Stoff oder wir brauchen allgemein schon mal Ausrüstung. Wir haben ja schon mal zwei Trüchen hingetan. Wir können ja mal ein bisschen tauchen gehen und müssen halt ein bisschen Ressourcen formen. Es hilft ja nichts. Und währenddessen können wir ja aber schon mal in der Truhe, falls wir doch drauf gehen, schon mal ein bisschen Holz stapeln. Und ein paar Ressourcen, Schrott, Pilze, dass wir das nicht wieder verlieren. Die Samen und auch die Kräutermedizin. Ihr seht schon, ich bin wieder eine sehr hübsche Frau. Wie sich das gehört. Oh ja. Was hast denn du jetzt hier gebaut? Ein Beet. Ich habe schon einen Zaum reingetan. Wo ist denn das Beet? Gehst auf Bauen. Ja. Und dann gleich auf, warte mal. Ach, Pflanzer, ne? Beide und dann ganz unter Pflanzer, genau. Ach, da brauchen wir aber auch Stoff, okay. Ja, deshalb habe ich den Stoff gerade verbattert. Ich habe jetzt auch meine Erdbeerpflanze gesetzt. Dumm ist ein bisschen, liebe Leute. Das finde ich schade. Ich hoffe, ja, mal sehen. Wir sind ja auch am Anfang. Ich wollte gerade... Was wir jetzt sehen, ist, dass ihr müsst jetzt momentan alles auf dem Fundament bauen. Also das ist jetzt auch nicht so üblich. Zum Beispiel haben wir hier ein kleines Schlafdings. Schlafsack, aber keine Ahnung. So ein Brettbett. Ganz geil. Und so. Auch der Pflanzer, warum muss ich den auf dem Fundament stellen? Das wäre auf dem Boden eigentlich sinnvoller. Ja. Aber gut. Gucken wir uns mal an, Leute. Seid ihr bereit für den ersten Tauchgang? Du kannst losmachen. Ja, los geht's. Ab ins Frische. Ah, sieht so cool aus. Geil. Oh, hier unten haben wir ein Auto. Kann man das Auto abbauen? Oh ja. Ja, das sieht aus wie der A72 hier. Benzin, ja, Richtung Stoff, Dresden. Komponente. Oh ja, da kann man richtig schön formen. Natürlich muss ich auch mal wieder an der Luft oben. Aber da kann. Also, die können auf alle Fälle gute Luft anhalten, ne? Ja. Na, hier gibt es Schwertfische. Könnte man natürlich auch versuchen, ob man so einen Schwertfisch vielleicht zu zweit erlegen können. Wurde ich jetzt angezeigt, wenn ich sterbe? Gerade nicht. Gut, bin gerade tot. Gucken wir mal, Speedy. Ich probiere mal so einen Schwarzfisch zu kloppen. So. Ich hab ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Scheiße. Oh, ich seh's.
Also treffen konnte ich, ne, aber... Naja. Ja, wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Was ist los? Ich hänge im Bett. Scheiße. Weil das direkt in das... Ja, weil ja das... ich hab gedacht, es wäre cool, aber es ist wieder, war wieder dumm. Scheiße. Gut. Warte, ich vielleicht... Ja, du schlüssig. Warte, ich guck mal, vielleicht... Achso, ja. Ja, ein neues Spiel sollte man vielleicht nicht ganz so... Lieber ein bisschen Platz lassen. Lieber nicht so. Ich weiß, das Ganze ist nicht dein Ding. Ich habe nur einen Stoff. Ich weiß halt nicht, Speedy, wir müssen auf alle Fälle weitere Ressourcen sammeln. Ha, ich leg mich gerade mit dem Fisch an, aber... Das stimmt nur im Kreis. Ja, bei mir hat er... Oh, ich hab ne. Echt? Ein großes Fisch, zwei große Fischfilet und... Warte, ich muss kurz auftauchen. Okay, ich helfe doch mal mit. Ach ja. Zwei große Fischfilet, also Fischfleisch und eine Marlin-Fischhaut. Sehr gut. Na dann holen wir uns die drei Fischeln, oder? Geht los. Scheiße, ich muss an die Luft. Immer aufpassen, dass man nicht absäuft hier. Zack. Johnny Bo. Oh je. Sieht cool aus. Wie viele Schläge hast du ungefähr gebraucht? Also wenn ich getroffen habe, meistens so 4, 5, 6. Also doch wegen einiger. Das war teilweise aber auch schwierig, weil es nicht angezeigt wird. Also geräuschtechnisch, ob du getroffen hast oder nicht. Ja, aber so Blut sieht man, wenn man so trifft. Ah, da. Ah ja, jetzt habe ich eine A. Sehr gut. Ja, ich habe den nächsten. Ist auch schön. Sehr gut. Okay, der ersten Essensressourcen. Greifen die euch an? Nee. Schweine. Aber die schwimmen sehr komisch im Kreis. Ja. Ich geh mal, hier rüber, Speedy. Ja, oder wahrscheinlich nicht. Was ist denn das? Ich hab einen Container gefunden. Ja, das sind Container, ja. Abendkleid für unsere Frauchen. Wie cool das unter Wasser ist. Ja, das sieht richtig cool aus, auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass du nicht übertreibst mit der H2O. O2. Oh, das ist ein Haus, cool. War der da schon drin? Nee. Nee. Okay, ich habe Haufen Benzin, ich habe Haufen Schrott. Ja, das ist schon mal gut. Luft, 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 ganz viel Luft, 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 Luft. Ich brauche Luft, Luft, Luft. Ich habe auch gerade Teile gefunden. Ach, die Villa neutral. Da steht auch immer dann oben rechts im Übrigen, Leute, für die Zuschauer, steht immer dort. Im Haus würde ich sagen, das könnte man zu dritt erkunden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ob es gerade nochmal bei dem Tankcontainer hier? Ach, die Villa seid ihr da hinten. Ah, die Villa habe ich nicht mal angezeigt gekriegt, weil ich aus den Form drüber geschwommen bin. Ja, ich gehe einmal kurz an die Luft. Wollen wir die Villa zu dritter Kunden? Oh, pass auf, kommt ein Hai. Okay. Ich sehe ihn nicht. Ach, aber doch, ich weiß nicht, ob da was macht. Ne, bestimmt. Ab in die Villa! Ja, da kommt gerade auf euch drauf zugeschwommen, aber ist dann ruckzuck wieder umgekehrt. Ja, mal Auto, das können wir auf alle Fälle also, machen. Jetzt kommt er, Vorsicht. Aua! Ui. Gleich tot? Nee. Schnell weg. Weg. Wir müssen noch kämpfen, wir brauchen Fleisch. Rottenteil, hol ich mich hoch. Ja, es ist. Oh Gott, es dauert ja ewig. Ja, Metall, also auf alle Fälle Ressourcen sammeln, aber so, das gehört ja dazu. Das ist ja, der Punkt des Spiels. Ja, aber ich sag mal, die Luft hält ewig, aber wenn du jetzt nicht aufpasst, geht's auch schnell mal. Kann man die Algen abbauen? Nee. Müssen ja aufpassen, Leute, wenn ihr das Spiel spielt und ihr seid unter Wasser und euer Luft ist zu Ende, dann wird's schwarz. Dann müsst ihr wirklich sehen, dass ihr nicht irgendwo drin ist, sei es nur vorhin passiert und dann sterbt ihr, weil ihr nicht mehr seht, wie es rausgeht. Ja, der Hai ist natürlich. Die Sachen ab, ne? Komplett. Oh ja. Nee, was hab ich denn alles gefunden? Wasser. Limonade, nice. Oh, Metall habe ich jetzt auch ein bisschen. Ja, ich komme auch mit Ressourcen zurück. Können wir vielleicht dann die ersten Grill oder sowas bauen? Ja, ich habe mir auf jeden Fall Klamotten für dich, Flunni. Ich werde kein Kleid anziehen, auch wenn sie es manche wünschen würden. Sieht man ja bei mir nicht. Oder das
nicht passieren. Na, wir sehen es ja. So, denkst du, das reicht euch? raus. Okay, das Auto kommt nicht mehr. Bist du in der Villa drin schon gewesen? Nee, ich da reicht die Luft nicht, weil du dann nicht mehr hochkommst. Okay, gut. Okay, die ersten Erdbeeren kann man auch schon sammeln. Q, E. Das ist schon cool, ja. Auf jeden Fall. Schon Laune in die Häuser. Ich fand es ja auch bei Seven Days to Die so geil, dass du halt diese Häuser erkunden kannst, die überall rumstehen. Das habe ich geliebt. Aber hier ist es ja noch cooler, dass du reintauchen kannst. Auf jeden Fall. Das ist schon nice. So, ich kann ja mal mit dem Stoff. Ich habe mich schon Metall. Okay, einer von euch hat das ganze Holz mitgenommen. Alles klar. Nee, das ist der andere Truhe. Ich habe es einfach mal umgeschlichtet. Du kennst mich doch. Alles klar. Was soll sich da ändern? Ich bin ein Ordnungsfetischist. So, wo war jetzt unsere Insel verflixt? Da, okay. Ich mach mal eine Angel. Mach mal. Ach, Angel falsches Werkzeug, ja, scheiße. Kann ich die Laterne abbauen? Nee, schade. Nee, es reicht nicht. Also ich war am Dachboden der Villa, aber das reicht nicht. Nee. Scheiße. Pause, schiebe Luft dann auf jeden Fall. Ja, da kommt sie mir auch. Fuck. Lass mich ruhig, du warst noch. Okay, aber wenn du ganz oben schwimmst, macht er nichts. Erdbahn habe ich nochmal angebaut. Falls er die wegnimmt, gleich wieder anbauen, bitte. Gucken. Oh, nee, ich kann mich ja um die Beete kümmern. Ich würde mal einfach mal irgendwo ein paar Pflanzübel hinstellen. Ja, auf jeden Fall. So, also, Benzin, Schrottmetall. So, moin, wo ist noch Speedy? Komponenten. Ich würde mal hier die Klamotten reinflumpern. Jo. Speedy, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich versuche bloß selten zu reden wegen dem scheiß Ton. Aber ich komme auch erstmal zurück. Ich habe Hunger und Durst. Ah, das müssen wir jetzt mitbauen. So. Oh, Tanktop. Geil. Nehm ich. So, ich tue euch mal das Fleisch mit rein. Und die Erdbeeren. Ein paar Schüchen. Oh, guck an, ja. Ha? Ja, ist. Ja, check. Kann sich der Speedy dann gerne mal wieder nett zusammenreißen, ja. Ist jetzt alles wieder vorbei. Was? Bitte? Ja. Ruhe! Erdbeeren muss ich leider sofort nehmen. Ist Pilze, kann man nicht essen. Ja, Fleisch müssen wir erstmal grillen. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Grill. Einen Grill. Sehen, ob ich einen Fisch ziehe hier. So, ich hab ein bisschen was mitgebracht. Oh Gott! Okay, dann muss ich mit Lor kommen jetzt, ja. Brauchen halt dringend Stoff. Wahrscheinlich. Warte mal, was brauche ich? Stoff habe ich nur 3 mitgebracht. Na, Stoff ist selten. Dann können wir noch ein Beet bauen, das wäre ja okay. Das ging aber schnell, ey. Was? Na, ich habe den ersten Fisch hat sich losgerissen, aber da war eine Anzeige, die war so schnell. Okay, muss ich das verstehen? Hast du Stoff reingetan, Speedy? Okay, ich hab's probiert, aber ich verstehe es nicht so richtig. Ich gebe mal die Angel ab, vielleicht versteht's jemand von euch. Bin ich anscheinend so blöd. Schon wieder. Speedy sieht aus wie. Ja, nicht so ein Survival-Hippie. Hey. Speedy ist Hippie, ja. Du hättest eigentlich das Kleid anziehen können, der hat es angestanden. Also wir brauchen Stoff, ne? Genau. Okay, dann... Schon lange an der Truhe hier. Geh doch mal weg jetzt. Wohin, Stoff? Ne, wir brauchen Ressourcen. Ressourcen. In die erste Truhe. Okay.
Also ich bin jetzt auch noch verlaute gut den Baum ab, ja. Drei Stoff, sehr gut. So, dann werde ich mal Flurgebete hinten, ist ja egal. Tja, was kann man alles abbauen? Hier unten ist noch ein Auto. Das nehme ich auf alle Fälle noch mit. Geht das? Nee, das geht. Das geht auch. Muss man das Fischfleisch erst braten oder kann man das gleich roh? Das müsste. Nee, ich muss erst braten. Müsste dort stehen. Ich würde es nicht riskieren. Ja, also es würde gehen, aber. Aber beim Braten wirst du halt bestimmt mehr rausbekommen halt als Nahrungsquelle. Okay. Ist ja aber eigentlich ja klassisch. Habt ihr schon eine Feuerquelle? Also wo man braten kann? Nee, Grill haben wir noch nicht. Was brauchen wir da? Für einen Grill einfacher Reinigerwand. Achso, Reiniger fürs Wasser, okay. Einfacher Grill brauchen wir 15 Schrott, können wir aber bauen, sofort. Haben wir auf jeden Fall eigentlich, ja? Ja, das haben wir da. Bauwerkzeug einbauen? Machen wir. Beete hinbauen, Speedy. Kennen wir noch von Orika. Die Judenbeete. Die Judenbeete? Juden. Ist immer so, zack. Ich hab Durst, okay. Ja, das muss man wahrscheinlich als nächstes dann machen, so ein Reiniger bauen. Ich baue mal einen Grill, okay? Jo. Gut. Zack. Hab ich was noch im Inventar? Naja. Oh, das ist eine alte Waschmaschine. Neue Lage entdeckt, unbekannte Ruinen. Genau vor unserer Haustür. So, jetzt bitte jetzt kannst du ja den Fisch hinzufügen. Du musst bloß ein bisschen Holz im Inventar haben. Oh ja. Da hol ich mir. Also ich habe auch schon, glaube ich, 5-6 Stoff gefunden. War gut. In der Waschmaschine drin gewesen. Ja, jetzt gedacht. Das sieht aber auch cool aus. Also der Grill schon alleine und das Fleisch drauf und das Holz unten drunter. Das ist eine gute Idee. Es ist jetzt vielleicht optisch ein absolut brutaler Highlight, aber es ist okay. Ja, also. Mir gefällt's, also macht Spaß. Jetzt schon. So, das ist viel besser als das andere Spiele machen, ne? Ja, definitiv. Minecraft zum Beispiel. Na. Also, ich hab keine Feindschaften bilden. Nein! So, ich habe noch 2 Pflanzkübel gebaut. Ach, schnell! Oh, Alter, ich habe eine Truhe gelootet unter Wasser und ich bin fast drauf verreckt. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe hier Holz, wenig. Ich tue mal hier 4 Holz, ich tue mal ein bisschen Holz dazu. Ich komme zurück, weil ich bin. Ja, ich habe gerade 3 Leih gelegt. Ja, aber. Das war relativ schnell weg, jetzt wird noch 4 kommen. Ich komme zurück, weil ich bin durstig und will nicht hier verrecken auf hoher See mit Haufen Loot. Warte mal, da gucke ich gleich mal. Ob wir den Reiniger bauen können. Ja, können wir noch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe aber eine Limonade hätte ich noch für dich. Wir brauchen davon noch eine Komponente. Hab ich im Inventar. Sehr gut. Dann können wir das machen. Nee, haben wir sogar. Achso, ja, teilt das auf die Kisten. Das ist immer das Problem. Das haben wir. Und jetzt brauchen wir Schrott. Achso. Okay, du bekommst quasi gebratener Fisch und Holzkohle. Okay. Schön. So, Stoff habe ich. Ich habe eine Leuchtrakete gefunden. Also, ihr könnt das Fischfleisch könnt ihr so essen. Das gibt plus 15 Hunger. Aber und wenn wir es braten, gibt's 40 Gesundheit und 10 Energie. Ja, okay. Achso, okay. Gut. Ach nee, warte mal, das ist so. Komisch beschrieben. 40 Hunger, 10 Gesundheit und 10 Energie. Kann man denn das auch? Kann ich es auch spielen? Okay, dann hau ich mal die ganzen Filets auf den Grill. Hau mal drauf. So, die haben wir gar nicht. Ich nehme mal den Stoff und ich brauche noch das hier. Warte, ich gebe gleich wieder ein Filet, ich muss mal schnell eins essen. Okay, naja, das bringt nicht viel. Mein Schau ist, die Fischfilets sind die erste Truhe vor dem Grill. Schrotte. Wandelt Meereswasser in Süßwasser. Und jetzt ist auch die Frage, muss ich den jetzt ans Wasser stellen oder ist das... Nee.
Gut, da verbräuchte man dann wahrscheinlich auch eine Flasche, ne? Muss ich nicht mal hoch, oder was? Weißt du? Ah, ja, okay. Sehr geil. So. Wow, cool. Okay, also das tut jetzt Wasser ummanteln, aber da brauchen wir eine Flasche erst. Aber ist ja jetzt erstmal egal. So, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Mach das mal. Sieht cool aus. Auf jeden Fall. Mehr Wasser hinzufügen. Achso, da brauchen wir die Flasche. Ja. Was sagt dich? Nee, alles. Ja, das brauchen wir dir, Klaus. Ja, Klaus. Du Schlingel, du. Du könntest auch einen Baum pflanzen, das ist schön. Aber auch nicht. Hängende Laterne, ach, an Decken, Feuerschalen. Hängt du bei schwierig genug, brauchst keine Laterne mehr. Oh, guck mal, jetzt haben wir nämlich schon. Gut, ich werde jetzt gleich verdursten, denke ich. 5 Glas haben wir, da bräuchten wir noch eins. Okay. Du kannst Limonade rausnehmen, ich hab doch hier in der ersten Kiste Limonade drin. Warte, ich muss erstmal schnell was reintun wieder. Du hast keine Limonade. Jetzt war in der ersten Kiste. Ach nee, Entschuldige, hab ich im Inventar. Jetzt hast du dann. Ich verwechsel immer die Truhe mit dem Inventar von mir. Egal, Leute. Dankeschön. Okay, Klaus. Das heißt ja, aber jetzt kann ich nicht unter Wasser gehen, weil ja. Ich hab da nochmal Fleisch reingetan. Ein rohes, warte mal. Ich werde mal die Angel probieren. Hast du das Bett schon umgestellt? Nein, ich habe das Bett, musste ich wegreißen. Tut mir leid. Okay, dann guck ich mal. Ich habe mal zwei. Jo, nehm ich. Suche mich jetzt mal am Angeln. Stoff, probier mal. Also, ich habe es nicht so richtig verstanden. Aber hast du einen Köder mitgenommen gehabt? Du brauchst einen Köder, hm. Ja, okay. Holz. Stoff ist jetzt alles hier wieder weg, ne? Warte mal. Ja. Habe ich alle von den Beete drauf gemacht. Da haben wir jetzt aber auch 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt 10 Erdbeeren immer. Okay. Die sind eigentlich ganz. Aber Leute, dann gucken wir uns einfach mal. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Wenn die Nacht ich kann nicht ins Wasser gehen. Dann ja, gehen wir die jetzt, Erdbeeren bringen aber schon ein bisschen was. Gehen wir jetzt einfach hier auf den Berg und gucken uns mal den Sternenhimmel an. Genau, machst du mal. Im Übrigen davon, da sind wir mal testweise kurz gewesen oder Harle kurz gewesen. Da sind Gegner. Also die sind auch bewohnt, die Inseln. Da seht ihr ja auch, dass da Flammen oder Feuer sind, Fackeln. Also gibt es schon einiges ringsrum, was zu erkunden gilt, ne? Hat er bei dir was angebissen? Ja, das dauert ein bisschen und dann ist aber. Dann habe ich es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ja, gut, das ging zu schnell, deshalb konnte ich nicht lesen. Da hätte ich langsamer ziehen müssen, habe ich das falsche gedrückt. Nein. Jetzt haben wir keinen Köder mehr. Gut. Kann ich eigentlich mit warmer Klamotten jetzt ins Wasser? Sicherlich auch nicht. Oder? Ausprobieren, Leute. Ah ja, doch, mit Klamotten? Nee, geht nicht. Okay. Hätte ja sein können. Oh, ich habe Durst. Hätte ja sein können. Na gut, okay, dann machen wir halt auf der Insel das, was wir machen können, Leute. Und fällen mal noch ein, zwei Bäumchen. Okay, ein Filet habe ich noch drin. Ich habe nochmal 8 Erdbeeren. Also kriegst du 10 raus aus diesen Erdbeerdingern. Okay. Ja, das ist top. Die Grundversorgung schon mal gestellt. Ja, es reicht aber noch nicht ganz. Brauchst schon ein paar Bärsche. Kannst du bestimmt die Pilze auch braten, Speedy, oder? Bestimmt. Kann man probieren. Besser Pilze? Das Tagwort, dann erkunden wir neu. Genau, dann können wir ja immer jetzt ins Wasser gehen und ersaufen, jetzt mal blöd gesagt, können wir uns ja auch da drüben an so einer Insel, die vielleicht als Loot-Insel mal dienen könnte, dass wir mal ein paar Stoffe und so holen. Dort, wo Licht ist. Na, das ist jetzt die Frage.
Dort, wo Licht ist, weiß ich nicht. Die ist ja bewohnt. Ja, die Pilze kannst du auch auf den Grill schmeißen. Na gut. Ja, ja. Jetzt solltest du nicht gehen. Du frierst im Wasser. Nö. Geht ganz schnell. Ich will nicht. Kein Zeichen, kein Symbol, das ist schon. Vielleicht, weil gerade Sonnenaufgang ist. Okay, dort gilt es schon jetzt, weil bei mir stand die ganze Zeit, gehen Sie in die Nähe des Feuers, Sie erfrieren. Ja, das hatte ich vorhin auch, aber ne, ich hab nichts. Kann auch tauchen, alles gut. Gut, dann. Dann klaue ich einen Speedy mal noch einen Fisch. Außer brauchst du. Oder nee, ich nehme Erdbeer, komm. Du kannst da das Fischfilet nehmen. Oder ich habe auch noch Pilze auf dem Grill. Wenn du kurz wartest. Jetzt läuft's wieder. Nice. Hat er bei euch schon immer gemacht, mich versorgt. Mit Nahrung. Sehr gut, okay, nehme ich gern. Auf, wenn er in diese Luftblasen fliegt, ob er dann Luft zurückkriegt. Okay, ich folge dir. Welche Insel hast du jetzt angesteuert? Die. Ich bin einfach zu so einem. Wo der Fernsehturmwasser liegt, dort war was. Und da bin ich einfach mal hingeschwommen. Fernsehturmwasser. Na gut. Auf, warte mal. Jungs, was kann man gegen Durst machen? Trinken. Was man nicht haben. Aber der Erdbeeren bringen auch bitte. Erdbeeren bringen auch bitte Durst. Wir bräuchten noch einen raus. Ach scheiße, ich fahre nicht. Oh, fuck. Hast. Oh, Alter, die Schwein. Ja, das ist doof, wenn du nicht merkst, dass die Luft weg ist, dann wie gesagt wird der Bildschirm schwarz, dann siehst du nichts mehr. Das finde ich echt ein bisschen doof gemacht. Ja, aber. Schöne Energie verloren. Ja. Das ist so cool, der Sonnenaufgang sieht so cool aus. Ja, mega nice. Ich habe Klaus einmal gefunden und Gummi. Sehr gut, ich gehe zum nächsten Luden. Warte mal, wo bist denn du? Ich bin gerade hier bei in so einem, wie sagt man das, Strommast im Wasser. Ah, okay, dann bist du in meiner Nähe, ich bin hinter dir. Diesen Ding, was im Wasser liegt. Da hatte ich, glaube ich, vorhin die Waschmaschine gefunden mit Stoff. Ja, die habe ich jetzt auch gerade gefunden. Aber da habe ich nochmal 3 Stoff gefunden. Gilt es für jeden? Das. Oder tut sie. Oder spawnt es ab. So schnell. Genau, das war jetzt die Frage, ne? War krass. Ah, hier kann man was zerhacken. Hier bräuchte man eine Axt und könnten was zerhacken. Ja, du hast eine Axt. Eine richtige Axt. Eine Axt wahrscheinlich, okay. Ja. Dann muss man doch, geht. Oh, cool. Holz, Plank und Stoff, geil. Sehr gut, nehme ich an. Danke, liebes Spiel. Okay, dann kümmere ich mich mal um die Ruinen hier. Guck mal, ob da noch irgendwas zu gathern ist. Ah, das ist ja genau mein Ding hier. Ja, was für einen Fisch fangen würde. Mal einfach so mit der Axt mal so einer drauf, weiß er. Aber nicht zu langsam einfach. So, was haben wir hier jetzt noch? Schönes Wasser, sieht geil aus. Türkises Wasser, herrlich. Das sieht so cool aus. Ist nice, wir spielen es auf hoch, falls jemand interessiert. Und das wollte ich die ganze Zeit machen, habe ich jetzt nur vergessen. Ihr könnt eure Freunde nur über Steam einladen oder die laden euch ein. Also ihr könnt einen eigenen Server hosten. Und ich bin mir aber sicher, weil du bist vorhin bestimmt rausgeflogen, als ich rausgegangen bin, ne? Ja. Genau, das heißt, wenn der Host weg ist, dann können die anderen Spieler nicht auf den Server zugreifen. Beziehungsweise wissen wir es noch nicht. Der Speedy könnte das dann mal am Ende probieren und werden euch informieren. Sollte das so sein, müsst ihr dann quasi in die Traudu machen, wenn jetzt der Flunder ohne mich spielen will. Also ich bin jetzt in dem Fall wieder Host. Oder der Speedy. Das ist immer ein bisschen schade an die Spieler, aber was soll's. Also bin ich auf der richtigen Insel? Habe ich mich jetzt. Ich glaube, ich bin. Ne, doch, das ist richtig. Da sehe ich. So, ich habe ein bisschen Gummi und Sachen. Ich habe auch ein bisschen Stoff vor allem noch. Und mache jetzt mal eine Klausflasche. Ja, sehr gut. Wenn ich Klaus. Ich habe auch ein Bild gefunden. Also die Ruino-Kunden, Alter, das macht mir mega Spaß. Boah, ein Ölgemälde. Cool. Wir haben doch's. Bauen. Wo kann ich denn eine Wasserflasche bauen? Cool. Alter Schwede. Wunder, wo kann ich denn eine Wasserflasche bauen? Im normalen Inventar. Du hast ja immer das Baumenü und dann das andere Menü, wo du andere Sachen baust. Ah ja, hier, Wasserflasche, okay. Oh, Neon-Nachtclub. Also als Item. Vielleicht eine Neon-LED-Schrift. Cool. Oh, das war geil. Wie gesagt, ich habe ein Wandgemälde gefunden. Kann ich den Storage abbauen? Ja. Wie mache ich denn jetzt die Flasche von Wasser?
Ja, Meerwasser. Du musst ja Meerwasser in die Flasche und dann... Ja, ja, ist mir... Gib eine Sekunde. Mehr oder weniger? Ja, sorry. Das ist... Ich kann aber die Flasche nicht auswählen. Nee. Hier war ich schon. Hier war ich doch schon. Mensch. Kicken wir mal. Ach, scheiße. Bei ihm steht ja Rauche, also da braucht er braucht einen Eimer, mein lieben Freund, da hätte man lesen müssen vorher. Okay. Die Flasche brauchst du dann logischerweise zum Befüllen, da hätte mich das auch gut. Okay, das heißt, bräuchte man also mehrere Flaschen, wenn... Genau. Inventar ist voll, nee, wieso? Ich hab Benzin gefunden. Mhm. Jetzt zünden wir hier alles an. In einer Mad Max ähnlichen Welt ist Benzin immer wichtig. So. Moin. Es, also das ist so nicht. Sowas von cool. Schrott. Antibiotika habe ich noch gefunden. Okay, das ist aber schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Peile habe ich noch. Klebeband habe ich noch. Knopf habe ich noch 6 Mal. Ist auch schön. Auch das mit dem, was da mal die Kisten liegt. Ich habe auch noch mit Glas. Kann echt lang die Luft anhalten, die Dame, also Respekt. Alter, geht's aber tief runter dabei, ey. Komm, hol erstmal Luft hier oben, Madame. Nicht, dass du so absäufst. Naja, das wäre jetzt blöd. Ich hab's Inventar voll mit Zeug. Oh ja, Inventar ist voll. Wo ich sag, ist es erst die Zatter. Dann auf, auf! Ich spring wie ein junges Reh im Wasser. Okay. Komm, das mache ich jetzt. Na scheißegal, was ich davon halte. Ihr werdet es geil finden. Hoffe ich. Lalalala, mein Buggy. So. Sehr schön, bin tot. Mhm. Ja, kann ich mich mal dran gewöhnen. Kann man ja schon alles, ha? Das ist, wenn das Essen und so, das geht echt schnell. Aber es ist ja Klassiker halt, wie immer, ne? So, ich habe jetzt eine Flagge platziert. Den Meerwassereimer hast du schon gemacht? Ach ja. Ja, ja, habe ich hier 4 drin. Uff, oh, jetzt kratze ich halt leer. Also, ist mal cool, dass angezeigt wird, wo du gestorben bist. Auf jeden Fall. Das hilft sehr viel. Guck mal, jetzt hast du hier oben auf dem Felsen, siehst du das, Flunder? Jetzt hast du hier eine, habt ihr eine Map-Markierung. Eine blaue Flagge. Ah ja, das ist super. Und davor sitzt das Entchen. Das ist super. Weil wir Platz gebraucht haben. Eigentlich noch mal versetzen? Nee, scheiße. Scheiße. Tschüssi. Speedy, ich komm zu dir. Ich hab's Nightclub aufgehangen. Alter. Jawohl. Nightclub, Cyberpunk. Nightclub. So. Mit Abstand. Ah, hörst ne. Ach. Fels gerutscht. Okay, Spitzhacke. Ich vielleicht nehmen könnte zum Trinken, aber das geht glaube ich nicht. Wir brauchen Glasflaschen, hast du gesagt, ne? Genau. Ich habe eine.
So, was haben wir denn hier? Gummi. Komponente. Das ist Klebeband, Stoff. Okay. Light Club, Baby. Sieht ganz cool aus, oder? Auf jeden Fall. Ich baue mal noch eine dritte Holztruhe. Das hat sich auch mal getan. Ein bisschen Reserve haben wir für alles. So. Seine Sachen kann man aber gar nicht aufsammeln hier, wenn man gestorben ist. Doch, doch. Weil das geht nicht bei mir. Ich habe jetzt so ein Ölgemälde hingesetzt. Muss F drücken. Ja, geht nicht. Bin vor meinem Beutel und es geht nicht. Hm. Das ist nicht gut. Aber gerade hast du Wasserzeit trinken hier. Ja, ich sehe es gerade. Okay, aber du kannst auch. Wasser nehmen oder Wasser trinken? Mit F trinkst du das Wasser und mit C nimmst du das Wasser. Ja, ich kann es aber nicht nehmen. Ich habe eine Flasche. Das sieht man es nicht, weiß ich nicht. Also ich kann meine Sachen aufsammeln, Speedy. Ich weiß nicht, wo du bist, dann kann ich schon mal hinkommen und das versuchen. Ich bin eigentlich gleich bei unserer Insel. Wo bist du gestorben? Im Wasser? Oder? Ja, ich bin im Wasser. Müsste mich eigentlich auf der Karte sehen. Jo, Erdbeeren sind noch verrückt. Vor oder hinter der Insel? Ah ja, ich sehe dich. Okay. Da. Guck mal, vielleicht kann ich dein Zeug aufsammeln. Was das gut liegt. Ne, warte, sind das ja. Das ist eine Krabbe. Entschuldige. Da ist er, ich auch mal. Noch keine Krabbe. Krabbenfleisch. Bist du vor oder hinter der Insel? Davor. Sehe ich dich auf der Map. Ja. Gut. Ich tue mir mehr Wasser auffüllen. Mach das. Alter, ist die Ausdauer schnell alle. Jetzt hier lang. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ja, wunderbar. Na gut, bis zur Hälfte. Nightclub und das Bild sieht viel cooler aus. Sehr gut. Die ersten Sachen zum Überleben sind schon mal. Erste Sachen haben wir geschafft. Ja. Das sind nicht immer das grundlegende Hammer, Hauptsache so ein Schild. Das sieht geil aus, Nightclub. Ja, freilich. So. USB, die Studie haben wir noch was rein und zwar Krabben. Fleisch. Ah, ich habe auch gerade ein bisschen was reingetan. Okay, dann nehme ich das. Geil, Bauplan gefunden. Bauplan. Mhm. Schlecht. Tanktop B. Ja. Ich hatte noch mal eine Klamotte für mich gefunden, aber gleiche Werte. Nee, Tanktop B ist, es kann auch, also Tanktop ist ja für Männer eigentlich. Oder? Bin ich blöd. Ist ja egal, ich hab's angezogen. Das kannst du für B nehmen. Wahrscheinlich. Ich hab Tanktop Coyote. Oh, geil. Ganz verrückt, oder? Ja, hallo. Sack, kein Digital. Was ist das? Holzfenster, leider. Holzbuden. Finde ich echt schade, dass ich den nicht bauen darf. Das finde ich ein bisschen kacke. Hey, wieso? Okay. Wozu habe ich einen Holzboden, wenn ich nicht bauen darf?
Wisst ihr, was doof ist, wenn ihr versucht, das Item zu drehen, kannst du nur ein Viertel drehen, dann bricht er ab. Dann ist es weg. Also musst du es nochmal neu auswählen, das ist komisch gemacht. Ich habe mir mal noch eine Spitzhacke gebaut, damit wenn mal Erze zu Erze kommen, dass wir die abbauen können. Da hört man ja jemand zu. Was die? Ich sagte, wenn du etwas baust, dann und du drehst das ein Viertel, kannst du es nur ein Viertel drehen. Achso, ne, ich hab dich gerade, du bist, warst jetzt wieder leiser, ich tut mir leid. Kann ja das sein, dass ich immer so leise bin, liebe Leute. Jetzt bist du lauter. Jetzt müsste man das sagen. Jetzt habe ich aber auch das Mikrofon im Mund. Ich habe noch 8 Stoffe neu gelegt. Wenn jemand Stoff braucht. Von der Meise hat. Ich habe euch mal hier in der Truhe jeder eine Spitzhacke gebaut. Hier drin. Nice. Thank you, thank you. Könnt ihr euch vielen mal Dank. Könnt ihr euch mal schnappen. Für die Blumen. So. Dann habe ich mal das Krabbenfleisch mit auf dem Grill. Ja. Sehen, was das bringt. Das Fundament kriege ich wahrscheinlich nicht wieder kaputt, scheiße. Mit der okay. Mit der Axt. Das sieht gut aus. Mach ich ja gerade, aber es geht nicht. Ah ja, das sieht echt cool aus, wie die drauf steht. Die Krabbe auf dem Grill. Ah, das hat was. Ja. Oh. Kraft. Kein Bock. Krabbe. Okay, wer Hunger hat, es gibt Pilze. Ja, ich guck mal noch, ob ich ein paar Ressourcen noch holen kann. Da würde ich mal die vorderste Truhe lassen gleich fürs Essen oder mal das Metall rausnehmen, Speedy. Ne, genau, die kannst du ja gleich sortieren, deshalb habe ich da noch 2 hingetan. Mit mal, weil es waren ja langsam immer mehr Materialien, sonst wird's ja... Ja, das wird langsam eng, da hast du recht. Stimmt. Oh. Das stimmt wohl. So, jetzt haben wir auch ein paar Erdbeeren, was ist das hier? Marlin Fischhaut, aha, okay. Was wir das haben? Oh je. Yeah. Judy kommt mit rein. Fackel raus. So. Es macht so Spaß, hier unten rumzuschwimmen und einfach. Ja. Oh, hier unten ist eine Truhe. Nice. Ich hab einen Schatz gefunden. Wir haben einen Schatz gefunden. Okay. Oh, die Krabbe bringt richtig was. Ja, glaube ich. Die gebratene Krabbe ist 40 Hunger, 20 Gesundheit und 10 Energie. Oh, das ist doch schick. Was willst du mehr? Hast du die einfach so gefunden oder war die, musstest du die killen? Ne, musste killen. Hab ich gerade gesehen, bis jetzt eine Krabbe. Hm, hatte ich vorhin schon mal. Die habe ich auch so roh mal gegessen, das bringt auch schon viel. Ah ja, ist noch mehr Klamotten, guck mal an. Was ist das hier? Langarmshirt, Rüstung plus 1. Waldtornoberteil, das ist doch geil. Ja, ah, ich hab mal die Klamotten, die ich schnell getan hab. Sieht aus wie so ein Trottel. Weiß egal. Ändert nichts. Ah, ich wollte den Rock nicht anziehen, deswegen. Der Rock zieht ja nicht an. Warum denn nicht? Naja. Lass mal, du. So, ich bin... aber ganz schön viel. Das ist gut. Ja. Metall ist zurzeit richtig dobre. Nein, Junge. Holz kriegst du unter Wasser. Ah, mal. Oh, hier ist ein Kühlschrank. Ja, Holz bräuchte ich ein bisschen. Dann mal ein Bett bauen wollen, aber ich habe nichts. So, warte auf, ja, machen wir bauen, ja. Du mal gucken, ja. Ich muss auf alle Fälle dann mal was fressen, damit meine Ausdauer wieder hoch wird, ey. Boah. Ist schwer, wenn du nicht mal viel Ausdauer hast, dann mit der Luft wieder hochzukommen schnell. So, das. Ah, ich habe Pillen gefunden. Oh, scheiße, ich bin voll, okay. Im Bus länger. Ja, aber unten ist. Wann können wir machen? Okay, Mischung Ausdauer, okay. Ach, Klamotten kann ich auch bauen. Alter. Schweißer Schurze. Ja. So gut. Jetzt bin ich richtig stylo unterwegs. Nice. Du musst mal den Köder auch mit hier rein. Ja, das ist cool mit dem Wasser hier und mit dem Feuer machen. Ja. Guck, das hat schon was. Guckt meine stylische Schutzbrille an. Oh, nice. Richtig schick. Hast du Holz mitgebracht? Ja, natürlich. Ja, schön, das brauche ich mal. Da bin. So, hier vorne sind die Essenssachen drin. Guck mal, was auch Speedy fürs. Wo willst du das? Ja, ich müsste noch 2 Mal einen Schluck nehmen. Ja, warte. So, in der Truhe habe ich das Holz.
Da ist da aufhin, kannst du bestimmt mitschlafen, oder? Ja. Baut gleich im Bett, warte mal. Achso. Holz. Nee, dort kann ich das Bett weggeruppt. Wir können aber versuchen, ob er diese Plateau wegkriegt dort. Hm. Sieht aber cool aus, jetzt hast du sogar eine Halskette oder sowas, ne? Bin stylisch as fuck. Ich hab das Kind auch nicht, wie ich die Flasche benutzen soll, deshalb tue ich euch jetzt mal rein. Vielleicht müsst ihr so. Ah, hier ist Holz, okay. Ich tue mir bei der Kleidung noch den Stoff mit rein. Hm. Und fürs Claws habe ich keinen Platz mehr. Was muss ich jetzt hier rein tun? Bei dem Holz kannst du mit rein tun. Nee. Geht nicht. Und Komponenten. Das hab ich schon mal geklaut. Geht nicht weg, ja? Naja. So, jetzt nochmal ein Bett zu bauen. Ich baue es jetzt hier und beim Nightlife. Zack. So, Bett steht. Oh, ist ja schön. Nightclub meine ich. Bauen. Ah, okay, shit. Ah, jetzt habe ich das Bett gebaut. Ja. Geht nicht. Ich kann nicht schlafen. Ja, ich glaube auch nur nachts möglich. Nee, du musst dich ja auch holen können, dieser Quatsch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das alle machen müssen, vielleicht. Oder muss ich mein eigenes Bett bauen? Schlafen. Join Member, All Member. Ah, okay. Es ist noch nicht Schlafenzeit. Du musst auf der Decke drücken. Ja. Auf der Decke. Ja. Aber jetzt ist nachts. Ja, jetzt habe ich nachts gemacht, ja. Kostet euch aber Ressourcen, soll ich gleich. Ja, ja, ich bin kurz vorm Verhungern. Jetzt merkt man es wieder. Ich auch. Vom Verhungern und vom Verdursten. War das schon mal angeln? Ja, ich hab's. Nee, versucht, aber kriegen's nicht hin. Also, ich hab's auch nicht hingekriegt. Was? Rein mit der Angel hier. Du brauchst halt den Köder. Ja, ist da drin, also hab ich. Hab ich reingetan. 5 Köder hab ich. Ja. Es geht, der Fisch beißt an und dann musst du erstmal warten, nicht drücken gleich, weil dann kommt irgendeine Schrift, das konnte ich auch nicht mal lesen. Bei mir war es halt genau das gleiche. Ja, und ich habe gedrückt gleich und dann war es gleich vorbei. Wie cool das aussieht mit dem Nightclub. Okay. Das ist mega geil. Sieht richtig cool aus. Oben die Ente, die da sitzt hier unter unserer Flagge. Angel habe ich. Verwenden. 3. Na, gucken wir mal. So. Das hat auch viel gebraucht, die Quadratur. Okay, was brauche ich über Stoff? Achso, die Wasserflasche hast du ja gesagt, hast du wegbestellt? Ne, die habe ich bei Klamott mit reingelegt. Aber guck ich mir mal an. Da müssen wir auch ein bisschen Ordnung kriegen. Ich sehe schon nichts mehr. Behälter für Süßwasser. Genau. Okay, da haben wir jetzt viel, das ist gut. Gummi mit drin. Nein. Fisch gefangen. Also ich hab's Wasser voll gemacht. Schick. Hast du geschafft? Oh. Okay. Jo, Licht auf dem Grill. Geil, Speedy. Und 100. Keine Ahnung. Bei mir ging's nicht. Ne, du musst eine Liste nehmen, dann wählst du es aus, dann gehst du dort ran und drückst halt C. Hab ich. Ich hab's ausgewählt, hab C gedrückt, es ging aber nicht. Ich hab's mehrfach versucht. Also ich hab's voll gemacht und beide Klamotten reingetan. Jo, ist gut. Wenn es wenigstens bei einem klappt, ist doch nicht so gut. Wie schafft's angeln? Bei Cookie war der Flunder immer der Angelmeister. Ich hab's nicht hingekriegt, weil bei mir war es immer die Angel gleich gerissen oder so. Ich hab das nicht so richtig. Ja, der rote Schnapper. Achso, jetzt kann ich aber gleich nochmal, bevor wir hier nämlich das extreme Holzproblem kriegen, vielleicht gleich mal noch ein paar Samen aufsetzen. Ui, das war so scheiße. Kann man doch bestimmt hier pflanzen. Ich hab doch die Samen. Nee, du brauchst dafür die Tanzapfen. Ja. Hast du die? Ja. Vom Grill zusammen geklappt. Ich hab das doch erklärt, du musst dann zu Beet gehen, Juni. Ach, das geht nur an die Beete. Nur an Beete. Ja. Das ist bei 7 Days to Die. Ah, gut, dann ist es wie bei Raft. Alles klar. Oder Raft zum Beispiel, genau. Ich kenne nur 7 Days to Die. Leute, Schande über mich. Okay, jetzt haben wir Holzhammer, aber ich brauche immer noch Stoff. Scheiße, ich muss dann auch nochmal losziehen. Kann ich dir nicht den Stoff zerlegen, vielleicht? Nee, kann ich nicht verwenden, bloß. Macht Rüstung plus 1, alles okay. Wir haben ein geiles Tanktop gesehen, ne? Boah, ich bin so Hypersoldat hier. Ja, ein Brummer auf dem Grill. Mit dem Wasser, einmal Wasser in der Hand. Geil, die Fische. Cool.
Sehr gut, Speedy. Was kann ich jetzt mit da? Was kann ich mit der Spitzhacke machen? Erze abbauen. Achso, müssen wir erst welche finden, okay. Das ist korrekt. Ganz schlauer, hm? Speedy, wenn du jetzt irgendwas fängst, bin ich's. Oha, na warte, Angel kommt. Ah, jetzt war mein Arsch. Ah, siehst du? Natürlich. Oh, da war ein Zerrbrocken an der Angel hier. Tut mir ja auch fast wieder ein Ölgemälde, Alter. Fast leid, dann sorgen zu müssen, aber. Du kannst ja rausgehen. Das wird passieren, ja. Naja. Und wenn es am schönsten ist, Leute, muss man aufhören. Müssen wir Zeit schon anfangen, oder? Keine Ahnung, das wird halt trotzdem schwierig. Ja, ist auch ein bisschen Survival-Spiel, da brauchst du auch ein bisschen Zeit. Oh ja, schon um 8, krass. Ja. Was bin ich bei dem Fernsehturm von dir vor? Jetzt will ich mal sehen, ob hier. Hier warst du schon mit der Waschmaschine, okay. Da ist aber keine mehr da. Oh, ich habe Pudding gefunden. Pudding? Unter Wasser. Ja, in dem Kühlschrank. Alter, okay. Alles unter Wasser. Der große Bauer. Hast du schon Stoff noch, Flunder? Nee, ich habe alles hier ab. Ne, doch, nee, Verband habe ich. Ich brauche noch einen Stoff, da würde ich noch was zeigen wollen. Ich habe noch eine Kiste, vielleicht habe ich Glück. Mal sehen, Leute. Ja, nice. Muss auch mal Glück haben, zum Beispiel Crafting Games. Ja, Kiste gelootet. Und auch so erfolgreich auch so. Warte mal, wo war's hier? Auch schön. Okay, brauchen noch 3 Stoff und 3 Holz. Da kommt das gemeinsam zusammenschneiden. Die Autos kann man ja nur abbauen, ne? Da kommt dann nichts raus. Du kannst da, genau, die nimmst du auseinander, aber da kann auch Stoff und so drin sein. Kann auch. Ja, ja. So, ich dachte, das war nur Metall, okay. Na dann. Ah ja, stimmt, klar ist hier. Okay. Auto, okay, kein Stoff, schade, aber klar ist schon mal gut. Kann es manchmal sein, dass deine Frau länger Luft anhalten kann als wir? Weil du immer sagst, die ist übel lang, also es ist schon okay. Das ist schön, aber ich kann jetzt nicht sehr, also nicht viel machen, damit ich abgestorben. Aber es wäre auf jeden Fall logisch. Also ich sag mal, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, also es geht schon relativ lang auf jeden Fall. Gründe, Alter. Oh, jetzt sind sogar Schildkröten, kannst du auffangen. Oh komm, jetzt können wir noch 2 Stoff hier spielen. Na gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, ich hab das ja halt Aschi gelootet. Ja, das ist das Problem, dass, dass du losgeschwommen bist. Ich hab's nicht gesehen, wo du warst. Ich bin sozusagen links von unserer Insel raus. Hm. Bei so, abgebrochenen Häusern. Die Kisten sind halt immer gut, da kriegst du noch ein bisschen was drin, aber die findest du halt selten. So, Werkzeugkisten habe ich gefunden. Waren wir doch schon bei dem Unterwasserturm? War ich doch schon. Ja, da war ich schon. Nun gut. Ja, haben wir noch. Ah, ja, haben wir noch. Muss ich kaputt machen, das Ding. Wartest du auf Wasser, Spinny? Ja. Okay. Du auch? Dann benutze ich jetzt mal so eine Flasche. Probier das mal aus. Okay. Und jetzt kann ich die Flasche doch sicherlich wieder befüllen. Na logisch. Dann kann ich ja von Speedy die Flasche befüllen, oder? 5 und C. Ich tue doch die Flasche hier drüben rein in die Holztruhe. Ach ja. Das ist ja cool. Aha. Ich habe einen Bauplan gefunden. Das ist sehr gut. Und, jetzt habe ich eine leere Flasche. Ein altes Telefon habe ich gefunden. Und einen gestreiften Teppich. Wie cool ist das denn? Vielen Dank für die Flasche. Ja. Wir haben auch noch gar keine Werkbank gebaut. Ist euch das eigentlich aufgefallen? Geil, oder? Was? So, da kommen sie mal zurück, Holler. Wenn möglich. Bitte.
Hier wäre auch noch ein Fisch auf dem Grill. Nice. Da wäre es zum Beispiel cool, der Grill ist so groß, wenn man da 2 oder 3 oder 4 ja. Fische drauflegen könnte, gleich auf einmal. Wenn es halt dann dementsprechend länger dauert, wäre ja auch kein Problem, aber halt von der Anzahl. Das stimmt. Ich bin auf dem Weg zurück, schwimme so schnell ich kann. Dann können wir die Sache nämlich beenden für die erste Aufnahme im Nightclub. Schluss aus, das war's. Das Spiel ist vorbei. Angeln? Reicht jetzt ja. Los, 3, Angel raus. Und ich zeige euch nochmal. Das nächste Aufnahme werden wir bestimmt mal so eine Insel in Angriff nehmen, zu dritt. Ja. Uns mal auf so eine Insel begeben und gucken, was uns da erwartet. Aber zumindest haben wir schon mal ein paar Nahrungssachen gebaut. Wasserversorgung steht einigermaßen. Oh. Es wird. Echt scheiße an Ausdauer alles. War weit weg. Sehr schön, der nächste Fisch. Ganz abmoderieren, ich komm gleich. Okay. Dann, meine lieben Freunde, hoffen wir, Sunken Land gefällt euch auch und ihr habt auch Spaß dabei, uns zuzusehen. Vielleicht spielt ihr es ja sogar selbst. Dann schreibt's mal rein. Es wird auf alle Fälle eine wilde Fahrt. Wir gucken, dass wir relativ kontinuierlich Content nachliefern können, Stück für Stück, dass ihr da immer nicht recht lang warten müsst. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Und wir freuen uns auf die nächste Aufnahme, wenn wir dann die erste Insel mit euch erkunden können. Bis dahin, ciao Leute. Genau so sieht's aus. Wir freuen uns und hoffen, ihr habt Spaß. Lasst einen Daumen da. Schreibt mal einen Kommentar, ob ihr es spielt, ob ihr es kennt. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin endlich angekommen. Tschö mit dir. Tja, wir hoffen, euch hat's gefallen. Lasst ein bisschen Feedback in den Kommentaren da. Und wenn es bei euch nach Fisch riecht, dann lasst es euch schmecken. Bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.